2:0 in Führung gegangen waren. Und hier gehen die Langnauer auch wieder in Führung. Hier haben wir das 1:0 in der ersten Minute des zweiten Drittels. Gerade einmal 18 Sekunden sind gespielt. Gadonau schießt hier die Scheibe aufs Tor, wird sie dann noch abgefälscht, auf jeden Fall. Ja, sie wird abgelenkt und landet dann höchstwahrscheinlich im Tor. Die Schiedsrichter sind sich noch nicht ganz sicher. Sie gehen sich nämlich das Ganze jetzt auch noch am Monitor anschauen. Es gibt also eine Videokonsultation. Nero. Und Sutter erzielt das 1:1. Wieder Pius Sutter. In der 30. Spielminute gelingt den Lions im Powerplay der Ausgleich nicht in doppelter Überzahl, sondern dann nur noch in einfacher. Nero mit dem Schusspass auf Sutter, der lenkt die Scheibe nur noch Richtung Tor, muss da einfach den Stock hinhalten und Gadonau sowie Chacho sind geschlagen. Das ging jetzt blitzschnell seitens der ZSC. Und die Scheibe geht dann tatsächlich noch ins Tor. Das ist das 2:1 für die ZSC Lions. Die erste Führung für die Löwen heute Abend. Chris Baltisberger lässt sich feiern von seinen Teamkollegen. Wick ist hier an der Scheibe, bringt die Scheibe Richtung Tor. Und Baltisberger schafft das Kunststück, hier die Scheibe noch reinzuzirkeln. Ja, da geht die Scheibe noch an den Rücken von Gadonau. Und Nolan Diem ärgert sich über dieses Gegentor, das die Langnauer nicht verhindern können. Jetzt Hollenstein. Und ein Abpraller von Chacho, die Scheibe ist drin, das ist das 3:1. Simon Bodenmann erzielt hier seinen 15. Saisontreffer. Und das könnte ein Wegweisender sein in dieser Partie. Hollenstein am Flügel unterwegs, dann kommt der Schuss. Chacho kann die Scheibe nicht stoppen. Bodenmann steht genau richtig. Die Langnauer haben ihn nicht unter Kontrolle. Vor allem die Domenico, der nicht sich zum Stock des Gegners orientiert. Und so hat Bodenmann auch Chacho mit Mühe. Eine Strafe ist angezeigt. Und wo ist dann die Scheibe? Ja, sie liegt dort im Torraum. Pius Sutter hat mittlerweile sein Top-Scorer-Jersey verloren. Er hat das Normale an. Haben wir die Szene noch einmal. Der Langnauer rutscht da vorbei am Gegner. Jetzt ist die Scheibe frei zwischen den Beinen von Chacho. Und geht sie dann noch über die Linie. Das sieht nicht danach aus, obwohl wir das hier nicht ganz klar ausmachen können. Zumal da Dominik Diem. Und der Direktschuss von Pettersson und das ist das 4:1. Das ist die Entscheidung in dieser Partie. Das 4:1 im Powerplay für die ZSC Lions ist gefallen. Pettersson hat geschossen und hat Baltisberger noch abgeleckt. Das ist die Frage. Dir mit deinem Pass auf Pettersson. Baltisberger steht hier in Tornähe. Und die Scheibe fliegt dann via Pfosten ins Tor rein. Ist die Entscheidung in dieser Partie. Das 4:1 im Powerplay für die ZSC Lions ist gefallen.
Pettersson hat geschossen und hat Baldisberger noch abgelegt. Das ist die Frage. Dier mit einem Pass auf Pettersson. Baldisberger steht hier in Tornähe. Und die Scheibe fliegt dann via Pfosten ins Tor rein. Kommt hier noch heraus. Am Ende ja sogar das 6:1. Hollenstein ist damit Doppeltorschütze. Innerhalb von rund 4 Minuten erzielt er 2 Tore. Ja, schön, wie er hier die Scheibe dann noch reinschießt, obwohl er von Langnauer Blase bedrängt wird, aber nicht